Herzlich willkommen zurück zur Fitbeast Staffel Nummer 5. Cyan, Mystical Cyan. Wir brauchen jeweils ein Cyan Mana und ein Blau Mana. Petal, Fitbeast Staffel 5, Folge 103, glaube ich. Wollte ich sagen. Wir basteln an mehr Mana-Generierung. Und dafür braucht man ein paar Blumen. So, also wir brauchen, was habe ich jetzt gesagt? Ich habe es vergessen. Vor allem was zum Essen brauchen wir erstmal. Gut. Wir brauchen jeweils ein blaues und ein cyanes Zauberding. Oh oh. Oh oh. Alles leer. Na, auf das habe ich noch gewartet. Falsches Werkzeug. So. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dann braucht man ein solches, zwei solche, ein solches, ein solches, ein solches. Jawohl, sehr schön. Ein solches, zwei solche, ein solches, ein solches, ein solches. Zack. Habe ich schon erwähnt, dass wir daran arbeiten, mehr Mana zu bekommen, ich glaube, ne? Und das machen wir jetzt. Schön relaxed mit Wasser. Ob das gut funktioniert, wir werden sehen. So, wieder mal sortieren hier. Ich will dann noch eigene Spreader machen. Aber eigentlich könnte man die nach hier herunten verbinden, ne? Bind Mode, der da. Nach da. Der da. Auch nach da. Dann habe ich noch zwei. Du da zu. Da und du da zu dem, dann noch mal nach oben, ach so, Shift rechtsklick, ach verdammt, genau. Entschuldigung. So, und dann brauchen wir jetzt ein paar elfenmäßige Spreader.
Aber erstmal. Ist jetzt schon. Die bekommen die teilweise nicht mehr. Ja, doch, bekommen sie schon weg eigentlich. Hier natürlich alles leer. Aber es wird schon fleißig verteilt. Hoffe ich zumindest. Wie schaut es hier aus? Immer noch rot. Bekommt man da schon ein stärkeres Signal raus? Nee. Ist also immer noch ziemlich leer, der Pool da unten. Aber was soll's, wir haben jetzt weitere vier Blumen, die uns Mana machen. Jetzt fehlen mir nur noch die da eventuell. Rot, Orange, normales Orange, Rune of Fire, Rune of Earth. Ja, ist doch relativ viel zu craften. Fladada. Cool. Also halt die Frage, ob man nicht vielleicht Dayblooms noch mehrere machen. Erstens mal kosten die einen Scheiß was, Entschuldigung. Und produzieren aber, wenn der Server läuft. Genauso wie die Nightshades. Besten wäre halt wahrscheinlich, keine Ahnung, die Dings ist. Kiki was. Cool. Das ist so eine was frisst die? Cake, ja. Die Frage ist, was braucht man alles für eine Cake? Das haben wir. Zucker haben wir. Eier haben wir nicht wirklich. Gibt es aber Bienen, die produzieren. Und Milch haben wir eigentlich auch nicht. Wäre aber irgendwie eine witzige Idee. Mal schauen, mal schauen. So. Unser Redstone, Netherquarz und Glowstone-Problem wäre damit erstmal gelöst, würde ich jetzt behaupten. Das heißt also, wir können uns wieder unserem Urproblem widmen, und das ist ja, wie wir wissen, Strom. So. Edit Frame. Irgendwo habe ich da, glaube ich, Iteration, genau, die führt das einmal durch. Dann teleporten wir uns ausnahmsweise mal dahin. Ich habe nämlich aktuell. Oh, da fährt er spazieren, kann das sein? Keine Ahnung, wo der herumfährt. Da hinten aber irgendwo schaut's aus. So viel Wasser wie hier zumindest ist, muss er hier irgendwo sein. Ja, da kommt er. Der frisst ja extrem viel Strom. Leider, oder ja, muss er halt mal. Und deswegen braucht man unbedingt mehr Stromgenerierung.
Da reden wir ja schon ewig davon auch. Keine Ahnung, seit wie vielen Folgen. Wow. Jetzt war es mal wichtig, dass wir auch das Problem mit Redstone und so weiter lösen. Denn das hat uns ja auch eigentlich immer belastet oder gebremst, eigentlich, muss man sagen. Sehr gebremst. Das scheint auch zu funktionieren. Ah, da welche? Nee. Ja, solange hier nicht mehr Strom rauskommt. Ja. Ändert sich da eh nichts dran. Also hier muss erstmal das Ganze hochlaufen und erst dann funktioniert unser Ding. Dazu müssen aber noch einige Mana-Pools aufgefüllt werden. Die Frage ist halt wirklich, ob man vielleicht diese Keks-Dings macht. Zum Generieren. Ah, nicht Keks, sondern Torten-Ding. Gut. Wegräumen. Ein wenig. Hoppsa. Ein wenig das Inventar aufräumen. Dann muss ich mir wirklich bald überlegen, was oder was wir in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen machen. Wie gesagt, Strom ist eines der Hauptprobleme. Gut, so wenige Leute haben wir aktuell noch nicht, aber wenn ihr hier herum schaut, ja. Haben auch, wenn der Generator läuft, nicht unbedingt seinen Netgain, sondern verlieren. Na gut, ich meine, der braucht auch relativ viel für das, was er produziert. Ne? Deswegen habe ich mir hier irgendwo schon die Dinge für unseren Reaktor aufgeschrieben. Ah ja. Oh, da habe ich mir allerhand aufgeschrieben. 7x7x9 Reaktor. Mit 5 Rots und Gold. Außer wir haben genug Diamanten, wobei ich das nicht glaube. Also wir bauen den vom guten Direwolf nach. Und eine 9x16x9 Turbine mit 8 Rotorreihen und 5 Enderium-Reihen. Genau. Können wir das Auto craften? Ja, Enderium Band, aber können wir Enderium autocraften? Ja, okay. 5x8, ne, wären 40 Enderium Blöcke. Da brauche ich jetzt einen Taschenrechner. 40x9 wären 360 Enderium. Ah ja, also da hätten wir auch viel zu wenig Bridge. Alter Schwede, brauchen da viele Enderperlen. Ja, also ich weiß, was wir noch basteln müssen. Broken Spawner haben wir hier nur Blaze. Ja gut, Enderspawner gibt es keinen. Aber da können wir theoretisch einen Blaze-Spawner und einen Enderman-Spawner draus basteln. Das wäre eventuell eine Idee. Und zwar möchte ich die mit RF betreiben, auch wenn das schweineteuer ist. Entschuldigt die Ausdrucksweise, er ist so. Jo. Wo bauen wir das Ganze hin, ist die Frage. Gehen wir mal da hoch irgendwo, damit wir ein wenig Aussicht haben. Da hinten wäre eventuell ein gutes Fleckchen. Ich weiß, wir haben hier sehr viel auf sehr kleinem Raum. Oder da irgendwo. Die Frage ist,
wie viele Leitungen haben wir da noch zur Verfügung? Zwölf theoretisch. Dann schauen wir kurz nach drinnen, was der sagt. Dam, 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 dam. Der sagt 11 Leitungen. Okay, also das wäre noch genug. Für einen Spawner. Dass wir hier sein Spawning-Gebäude hinbauen, das wäre natürlich eine Idee. Da fällt mir auch noch was ein, was ich machen möchte. Die Frage ist, funktioniert das? Ja, ich denke, das würde funktionieren. Und zwar zwei Peer-to-Peer-Dinger und Flux-Duct. Also das wäre natürlich das Hardcore-mäßigste. Please Powder, wo soll ich denn das her? Blizzes, wo gibt's denn die? Will ich gar nicht wissen. Resonant Flux-Duct, was transportiert der? 32.000 RF pro Dick, ja. Und der produziert... Genau, der hat unendlich zur Verfügung und der hat sehr viel zur Verfügung. 32.000. Redstone Energy Flux Duct. Alte Schwede. Resonant Flux Duct. Und der muss gefüllt werden auch noch? Nö. Wir brauchen unbedingt dann auch Autocrafting für das Zeug, das habe ich schon gesehen. Da noch Platz. Können wir sogar craften. Cool. Dann, wie schaut es mit meinen Peer-to-Peer-Dingen aus? Noch nicht fertig. Haben wir beim Autocrafting unten. Ne, nicht Autocrafting oder Processing. Haben wir noch drei Dinger frei. Okay, sehr gut. Ich will nämlich einen Stromanschluss ans Hauptsystem machen, ans ME-System. Das heißt also, dass ich den Strom, der hier drinnen ist, auch vom ME-System aus zugreifen kann. Die Frage ist, wie viel hängt da dran und können wir da noch was dranhängen? 7 von 8. Naja, das wäre ideal. Genau. Dann genau. 32.000 mehr bringt er eh nicht raus aktuell. Output, genau. Da kommt also ziemlich viel Strom raus. Wir brauchen dann unbedingt noch mehr so Capacitor Banks. Dann können wir nämlich alles, was aktuell irgendwie blöd angeschlossen ist, theoretisch mit einem einfachen P2P-Connector verbinden. Sofern wir noch Channels frei haben. Das ist natürlich die Hauptvoraussetzung. Und das möchte ich ja jetzt versuchen. Nö. Das weiß er gleich von alleine dann, was er für einer ist.
Gold auch nicht. Zack, zack. Ah, mit was muss ich die denn klicken? Das, ich erinnere mich. Rednet Caber. Ich versuch's mal mit dem. Bingo. Das war's. Shift-Rechtsklick. Jetzt haben wir 8 von 8 Kanälen. Aber ja, das macht nichts, denn jetzt haben wir auf über das ME-System Zugriff auf Strom und brauchen keine blöden Leitungen mehr, theoretisch. Also hier ist schon etwas blöd, da will ich jetzt nicht unbedingt mehr was machen. Aber da könnte man zum Beispiel zack. Wenn ich jetzt den hier her tue. Ja, bekomme Strom. Haha. Genau das wollte ich sehen. Und das kann ich jetzt aber überall im System machen. Sehr schön. Wir haben zwar insgesamt nur 32.000 zur Verfügung, aber das ist ja immerhin besser als nichts. Hopsa, schon wieder mein Tablet reingeschmissen. Und damit hätte ich gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber ich werde mir was überlegen. Bis dann.